Rest ist genial. Ich brauche nur einen Einstiegspunkt zum API und kann einfach die Links verfolgen. Ich brauche keine Dokumentation, das alles. Also ich habe hier ein API und ja, hier gibt es einen Link zu Produkten, zu einer Products-Ressource und ich kriege die Produkte. Ich kann mich einfach weiter navigieren. Ich kann einfach hier zum Beispiel dann zum Produkt 33 gehen und kriege eine Repräsentation vom Produkt 33. Ja, und wenn ich das verändern möchte, dann schicke ich einfach nur einen Post oder einen Put oder Patch. Und welche Felder muss ich angeben? Welche kann ich freilassen? Welche Werte gibt es da? Die SOAP-basierten Web-Services sind zwar komplex, dort gibt es aber die WSDL, eine Schnittstellenbeschreibungssprache, mit der ich komplexe Services beschreiben kann. Und dann aus dieser WSDL kann ich mir Clients generieren und mit denen ganz einfache Anwendungen schreiben, die die Services aufrufen. Sowas, das wäre natürlich auch für REST ganz nett. Und tatsächlich seit einiger Zeit gibt es solche Beschreibungssprachen auch für REST, beispielsweise API, Blueprint, RAML oder Swagger. Und Swagger wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Swagger ist auch wahrscheinlich oder ist die Beschreibungssprache, die sich in letzter Zeit am stärksten durchgesetzt hat. Also es lohnt sich da auf jeden Fall einen Blick auf Swagger zu werfen. Und ich habe jetzt hier mal die Swagger-Spezifikation aufgerufen. Also für Swagger gibt es eine Spezifikation. Mittlerweile ist das Ganze gelandet bei einer Organisation oder beim Zusammenschluss bei openapis.org und heißt jetzt auch nicht mehr Swagger, sondern OpenAPI. Also hier unter GitHub finden wir die Spezifikation. Die wird mit der Community zusammen entwickelt. Ich kann Pull-Requests hinschicken, ich kann Issues hinschicken, also hier haben wir einen Dialog, eine schöne Sache und wir schauen uns jetzt mal an, wie die Swagger Service-Beschreibung für oder Schnittstellenbeschreibung für unser Fruit-Beispiel-API ausschaut. Ich habe die Beschreibung hier, ich gehe mal nur so ganz grob durch, ich sehe, dass Pfade beschrieben werden, wie hier zum Beispiel Categories und für Categories gibt es Methoden wie Get oder für andere Ressourcen haben wir hier auch ein Put-Request, eine Put-Methode mit entsprechenden Parameter und Response-Beschreibungen. Dieses Swagger-Dokument, das ist jetzt immer noch für Maschinen gedacht. Ein Mensch kann das leichter lesen als WSDL, aber naja, diese JSON-Repräsentation ist nicht ganz so einfach vielleicht. Und es gibt nochmal eine Form, die, das ist ein bisschen Geschmackssache, noch leichter zu lesen ist, eine Repräsentation in YAML. Das schauen wir uns noch an. Aber jetzt für jemanden, der einfach den Service nutzen möchte, da könnte es noch ein bisschen einfacher sein. Und das ist das Schöne auch an Swagger. Für Swagger gibt es zahlreiche Tools. Eines davon ist die Swagger UI. Die habe ich mal auch bei mir ins Projekt integriert und mit der YAML oder der Swagger Beschreibung konfiguriert und bekomme dann ganz leicht eine Oberfläche, eine Dokumentation für meine REST-Ressourcen. Und das Schöne an dieser Dokumentation ist, dass man die gleich noch interaktiv ausprobieren kann. Also ich sehe jetzt bei Produkten, da gibt es jetzt Get Products und ich kriege eine Beispiel-Response angezeigt. Ich habe eine Modellbeschreibung, selbst mit Schema-Beschreibung, JSON-Schema mit, ich kann in Details hier Informationen zurückgeben, Beschreibungen zu den einzelnen Datentypen und Properties und ich kann jetzt einfach den Aufruf auch mal interaktiv in der Dokumentation ausprobieren und kriege dann hier unten Response-Body. Das ist eine Live-Nachricht vom System, vom API. Das kann ich mal anschauen. Ich kann auch für die Kommandozeile einfach hier mir so ein Curl-Statement kopieren und dort ausführen. Ich mache einfach einen Paste, schicke es ab und kriege das Ergebnis hier zurück. Eine praktische Sache.
Für das Editieren von Swagger-Dateien oder Swagger-Beschreibungen gibt es den Swagger-Editor. Den kann man online verwenden, wie ich hier einfach im Internet, oder man kann sich den lokal bei sich installieren. Ich verwende jetzt mal den Online-Editor, habe hier ein einfaches Beispiel und arbeite mal da ein bisschen damit. Rechts sehen wir gleich schon eine Voransicht von dem, was ich hier links mache. Und ich füge jetzt einfach nochmal hier einen zweiten Pfad ein, kriege sofort einen Fehler hier in meiner YAML-Syntax. Das ist ein bisschen tricky, ich muss auf die Einrückungen aufpassen. Verpasst dem Ganze jetzt mal hier ein bisschen anderer Pfad mit einem Parameter. Er sagt immer, okay, der Parameter ist noch nicht definiert. Dann füge ich mal nochmal einen Parameter hinzu. Name FID required. Ja, so sieht es besser aus. True type String. Okay. Ja, vielleicht noch in Path müssen wir noch angeben. Yep, passt und keine Fehler mehr. Ich sehe halt gleich hier rechts, was sich verändert. In diesem Swagger-Editor, da möchte ich jetzt als nächstes mal die komplexe Swagger-Beschreibung von diesem Fruit Product Service einlade. Dazu kopiere ich mir jetzt mal die URL und gehe hier auf Import URL. Ich kann auch eine Datei öffnen, geht genauso. Und lade mir das mal rüber. Da habe ich einige Warnungen. Dieses YAML ist automatisch erzeugt aus dem Quellcode und der enthält halt nochmal ein paar Warnings, die kriege ich nicht raus. Höchstens ich editiere es von Hand, aber das ist für jetzt okay. Ja, da sehe ich jetzt meine Beschreibung. Kann auch wieder interaktiv drin arbeiten. Das funktioniert, könnte hier editieren, aber ich möchte jetzt was anderes machen. Ich möchte mal einen Client generieren. Ich möchte jetzt einen Java-Client haben, mit dem ich die API aufrufen kann. Dafür gibt es hier oben Generate Client und wir sehen hier eine große Anzahl von verschiedenen Plattformen, die unterstützt werden. Beispielsweise ja, Ruby, Scala, C-Sharp, Clojure, Node und so weiter. Ich entscheide mich mal für Java, klicke auf Java und kriege jetzt eine Client-Bibliothek zusammengebaut. Ich kann die herunterladen. Hier kommt die. Die werde ich jetzt mal entpacken und bei mir im IntelliJ öffnen. Dieses Projekt wurde aus Swagger von meiner API-Beschreibung generiert. Ich schaue mir das mal genauer an. Hier gibt es ein SAC-Verzeichnis mit einem Main, Java Main Folder. Und hier sehe ich jetzt verschiedene Klassen, die generiert wurden, wie beispielsweise hier Order API oder Produkt API. Ich schaue jetzt aber gar nicht genau in den Code rein. Ich werde den später einfach verwenden. Was ich jetzt mache, ist einfach nur Folgendes. Also ich habe diese Datei nur entpackt und passe jetzt hier mal bei mir, das ist ein Maven-Projekt, den Namen des Projektes an. Und die Group-ID, also das Ganze soll jetzt heißen de.predicate und das ist die Fruit API Client. So, das ist alles. Jetzt bleibt mir nur noch das Ganze zu bauen. Ich mache ein NVN Install. Er baut mal ein entsprechendes Chart zusammen, installiert es in meinem lokalen Maven-Repository und das steht mir jetzt für ein Projekt zur Verfügung. Um einen Client zu entwickeln, schreibe ich jetzt einfach ein neues Projekt. Maven-Projekt ist in Ordnung. Das ist jetzt eine Fruit-App vielleicht und diese verwendet diesen Client. Okay. Ich habe wieder ein Maven-Projekt und als Dependency trage ich jetzt die Bibliothek ein, die ich gerade generiert habe.
Fruit API Client. Okay. So, das ist schon alles. Dann kann ich eine Java-Klasse schreiben. So, und in der kann ich jetzt mein API verwenden. Ein Products API. Das ist eine Klasse, die er mal generiert hat. So, und darauf kann ich einen Call aufrufen. GetShop Products ID 32. Vielleicht. So, und dann machen wir nochmal eine Ausgabe rein, dass wir hier auch was sehen. Get name. Okay. Ich führe das mal aus. Not found habe ich vielleicht hier eine ID angegeben, die es nicht gibt. Ja. Mit Siepen funktioniert es. Ich kriege die Sherrys zurück. Also ich habe schnell und einfach hier ein API geschrieben. Genauso wie bei WSDL oder noch einfacher. Und damit wird es auch ziemlich leicht, APIs ja, zu verwenden. Also ist ganz schön, wenn ich ein API verwenden möchte. Ich kriege Swagger, kann mir den Client generieren. Oder wenn ihr ein API zur Verfügung stellt, gibt doch eine Swagger-Datei raus. Ja, die müsst ihr da vielleicht von Hand editieren oder was anderes machen, dass ihr aus eurem Code einen Swagger generieren lässt. Das geht auch mit vielen REST-APIs, also auch diese Dokumentation, die wir hier gesehen haben. Das ist ein Node-Projekt und dort ist ein Framework im Einsatz, HPI, mit einer Erweiterung. Und diese Erweiterung, die erzeugt man aus meinem Code eine Swagger-Beschreibung, die noch ein bisschen angereichert ist mit Zusatzinformationen, mit Beschreibungen. Ja, mit Beschreibungstexten. Als nächstes möchte ich jetzt einen Server generieren aus meinem Code. Das heißt, ich gehe nochmal zurück zu meinem Editor und wähle jetzt Generate Server. Ich wähle jetzt was anderes aus, nicht Java, machen wir mal zur Abwechslung vielleicht Node und dann bekomme ich als Download wieder ein Node-Projekt, ein ZIP und das entpacke ich mal und lade es auch in IntelliJ. Das ist das Projekt, das aus der Swagger-Beschreibung generiert wurde. Ein Projekt für serverseitiges Java, für Node. Ich sehe hier einige Controller, wie beispielsweise den Product-Controller und Service-Implementierungen. Realisiert ist das mit dem Framework Express und ich könnte jetzt hier einfach die einzelnen Funktionen ausprogrammieren für die Ressource und Methoden auf oder ja, Methodenaufrufe. Was mir ganz gut gefällt, ist, dass auch die Beispiele hier übernommen wurden, die Examples und man daraus Datenstrukturen angelegt wurden. Das heißt, das ist ein Example, das so im Swagger auftaucht. Ich erhalte das jetzt hier drin und müsste das einfach nur zurückgeben. Oder das macht er mir hier auch. Und damit funktioniert das API schon mit den Beispielswerten und könnte zum Beispiel als Mock gleich fürs Testen eingesetzt werden. Also eine ganz tolle Sache. Zum Einstieg in Swagger kann ich den Swagger Editor empfehlen. Schaut euch dort die Beispiele an und probiert das ein bisschen. So kommt man ganz gut in das Thema rein. Ja, so viel mal zu Swagger bzw. OpenAPI. Bis zum nächsten Mal. Euer Thomas. Tschüss.